Hallo meine Lieben, ich bin der Drinky und wir spielen heute eine Runde Evoland. Und ich will gar nicht lang rumfackeln, wir fangen einfach gleich mal an und starten ein neues Spiel. So, da sind wir jetzt bei Evoland und ihr seht, es sieht gar nicht so berauschend aus. Naja, freigeschaltet, rechte Taste, hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Dann machen wir das doch mal. Freigeschaltet, linke Taste, immer nach rechts gehen ist öde. Hat er recht. 2D-Bewegung, ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Da hat er auch recht. So, jetzt sieht es schon mal ganz viel besser aus und wie ihr sehen könnt und wie es der Name schon sagt, ist das Spiel eine kleine Reise durch die Zeitgeschichte der Rollenspiele. Ja, man sieht's, wir fangen wirklich in der Steinzeit an, in der 8-Bit-Zeit. Ja, sieht nicht wirklich hübsch aus für ein modernes Spiel. Damals war das aber High Class und jeder hat gesagt, boah, sieht das Ding geil aus. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt. Ja, genau. So, jetzt können wir den ersten Bildschirm verlassen und scrollen dann mal da links, rechts. Naja, und in diesen Truhen habt ihr ja sicherlich auch schon gemerkt, da sind immer wieder Features, die wir halt freischalten können. Und die uns dann, ja, kleine Extras in Sachen Grafik, Musik, Bewegung und so weiter geben. Aber schaut einfach selber zu, dann seht ihr das schon. Machen wir doch mal die Truhe noch auf. Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger, ja, das stimmt. Und wir hören jetzt den kleinen Typen da rumlaufen. Ist schon echt komisch, ein Spiel zu spielen, wo man keine Musik hat oder keine Soundeffekte am Anfang. Man ist eben so dran gewöhnt, dass man da eigentlich gar nicht mehr damit klarkommt, wenn das dann mal fehlt. Naja gut, aber jetzt haben wir wenigstens mal die Soundeffekte freigeschaltet. Vielleicht schalten wir auch noch die Musik frei. Jetzt schauen wir mal. Glatter Bildlauf erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja genau, jetzt scrollt der Bildschirm quasi mit. Und wir sind in der Mitte zentriert. Und wir haben nicht immer nur diese quadratischen Auswahlen. Nun gut, da kommen wir nicht weiter. Kaputt schlagen können wir die Dinger auch noch nicht. Dann gehen wir mal nach unten. Ein Schwert! Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Hoho! Spratzel! Stirb Gebüsch! Man beachte die physikalisch korrekte Zerlegung eines Gebüschs. Super. Ja, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen nach Legend of Zelda aus, auch mit dem kleinen Typen hier. Mal gucken, was da noch so kommt. Monster! Ja, die braucht natürlich jedes vernünftige Rollenspiel und jedes vernünftige andere Spiel auch. Irgendwelche Gegner, die man plätten muss. Und die bei Berührung dann tödlich sind. Ja, schauen wir mal. Zack, stirb. Oh, coole Todesanimation. Spratzel. Und das Geräusch soll wohl das Schreien darstellen. Musik. Gerade haben wir noch drüber gesprochen, da ist dann auch schon die Musik. Evoland-Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Er hört sich auch noch recht antik an. So, das ist bestimmt noch niedermähen. Und was ist das? Speicherpunkt. Ach, das war ein Speicherpunkt. Eine Entwicklung, die Computerspiele immer verändert hat. Haha, gespeichert. Ja, ich kann mich tatsächlich noch an einige Spiele erinnern, die solche luxuriösen Speicherfunktionen nicht hatten. Wo man dann ein ganzes Wochenende dran saß, diese Spiele durchzuspielen, weil man immer und immer wieder von vorne anfangen musste. Oder eben bei der Levelgrenze dann. Ja, das war schon recht frustig damals. So, machen wir das noch nieder. Und noch eine Truhe. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Was die dann bringen, frag mich nicht, aber können wir auch rausfinden. Die Karte Fledermaus. Die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Werden wir wahrscheinlich auch noch erfahren, was Doppelzwilling ist. Ich habe ein bisschen reingespielt, aber jetzt nicht weiter als hier eigentlich. Also bis vor den Speicherpunkt habe ich es mir schon mal angeschaut, das Spiel. Boah, und diese Monster da drüben, die erinnern mich auch echt ganz stark an Legend of Zelda, an diese wabbeligen Oktopusviecher, die dann im schlimmsten Fall noch irgendwelche Körnchen aus dem Mund geschossen haben. Das haben die ja jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. 16 Farbenanzeige, oh mein Gott, Farbe! Ja, und der Typ sieht auch echt aus wie Link aus Legend of Zelda. Hier blonde Haare, grüne Schürze oder grünes Gewand. Zack, stirb. Die Monster waren, glaube ich, bei Legend of Zelda auch rot. Naja, mal gucken. Also einige Anspielungen sollen wohl drin versteckt sein. Ich meine, das ganze Spiel ist eine komplette Anspielung auf Spiele von damals. Zack, stirb. Und sogar der Spiegel hat was darüber geschrieben. Also den Artikel könnt ihr dann auf Spiegel Online nachlesen, wenn ihr Lust habt. Steht jetzt aber nicht so... Haha, Fledermaus. Steht aber nicht so was Weltbewegendes drin. Nur, dass es das Spiel halt gibt und welche Spiele da zitiert werden. Also scheinbar soll auch, laut Spiegel, Gothic, also das vom deutschen Entwickler, ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige noch dran, war ein ziemlich gutes Rollenspiel eigentlich damals, ziemlich schwer auch. Soll anscheinend auch zitiert werden. Mal gucken. So, Speicherpunkt in Sicherheit. Was haben wir hier? Evoland. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbliebenen Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Eine Handlung! Wir haben eine Handlung freigeschaltet. Jetzt wissen wir auch, warum... Der Link-Klon hier, ich glaube Klink nennt sich der, ich weiß es noch nicht. Spekulation. Warum der vielleicht auch so aussieht wie Link. Dann... Ein Stern. Ja, jetzt wissen wir, warum der hier rumläuft und Monster verkloppt. Nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil wir anscheinend das letzte Mitglied der Drachenritter sind. Mal gucken, was da noch so draus wird aus der Story. Und hier ist noch eine Kiste. 256 Farbenanzeige, das ist schon fast echte Grafik. Ha. Jetzt sind wir schon fast in den 90ern. Ah, Qualle. Oh, und eine Fledermaus. Da, da. Oh, was? Oh nein, jetzt bin ich schon gestorben nach 5 Minuten Spiel. Na super. Okay, Gott sei Dank haben wir gespeichert, Leute. Sonst wären wir jetzt echt am Sack. So. Zack, nochmal die Handlung freigeschaltet. Jetzt könnt ihr es nochmal selber mitlesen, für die, die es gerade verpasst haben. Bla 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 bla. Um in den Notleidenden zu helfen. Ja. Das wäre der erste Rechtschreibfehler. Oder Syntaxfehler. Oder... Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich bin ja nur Journalist, ich muss das alles nicht wissen. So, und nochmal Monsterplätten. Hoffentlich sterben wir nicht gleich wieder. Also ich werde das wahrscheinlich das nächste Mal dann mit Controller spielen, weil auf der Tastatur ist es ein bisschen blöd. Und da haben wir die neue Grafik. Neue Anzeige. Und diesmal... Nein! Oh Gott, das sind 2. Ah, Quietsch. Ah, komm her. Oh nein! Jetzt hätte sie mich beinahe schon wieder getötet. So, jetzt habe ich selber. So, jetzt. Zeichenanzeige. Puh! Schon ganz aufgeregt, dass ich jetzt hier in einer Tour sterben werde an der Stelle. So, wir haben Zeichen freigeschaltet. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Wendige oder wenige? Wer weiß. Oh, kommen wir da durch? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Wenn da so extra so ein Schild ist. Vielleicht kriegen wir noch einen Hammer oder so, um die Steine dann zu zerstören. Was ist das? Busch. Tot. Zack, die wehren sich wenigstens nicht. Das sind richtige Gegner. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Hm. Freie Bewegung. Zeit für etwas Action-Abenteuer. Freie Bewegung. Ah, wir können jetzt auch schräg laufen. Das ist schon mal gut. Das erleichtert das Spiel um einige Ecken. So, ein Speicherpunkt. Wir speichern gleich nochmal. Was sind das für lustige Kerle hier? Ah! Ah, die kenne ich auch noch aus Legend of Zelda. Das sind diese Statuentypen, denen man nur, wenn man ihnen in den Rücken fällt, Schmerz zufügen kann. Aber scheinbar wollen die mir gar nicht ans Leder. Also warum soll ich die töten? Inventar! Klickt das Symbol an oder öffnet es mit Tab. Tab. Ein Schwert ist im Inventar. Und keine Bomben und noch kein Bogen. Zack, tot. So, jetzt nochmal. Ah! Ja, das sind tatsächlich die fiesen. Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Wow. Ja, das kenne ich auch nur noch eigentlich von früher, obwohl es manche Spiele mittlerweile auch noch machen. Die Überwelt. Ah ja, die Überwelt. Um sich den Weg von Ort zu sparen und die Welt wirklich denkbar groß zu halten. Hat man das früher gemacht oder macht es auch heute, glaube ich, bei Final Fantasy ist es auch heute noch so, ab und an, dass man dann auf so eine riesengroße Überweltkarte kommt und da dann rumstreunert. Gut, okay, dann machen wir mal die Kiste auf. Ein rundenbasierter Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Oh nein, ich hasse die Zufallsbegegnungen. Gegen einen Slime. Den Slime kenne ich auch noch aus Dragon Quest. Da gab es die in sämtliche Variationen, glaube ich. Greif noch den Slime mal an. Zack. 11 Schaden. 7 Schaden. 10 Schaden. Tot! Ihr habt 50 Glies gewonnen. Sind Glies Erfahrungspunkte in dem Spiel oder Geld? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Und der nächste Zufallskampf. Angreifen Slime, 11 Schaden. Slime angreifen, 7 Schaden. Angreifen Slime. Tot. Ihr habt 50 Glies gewonnen. Juhu, kann ich mir fast schon Eis drum kaufen. Ja, als dieses Mode 7 erzeugt ja den 3D-Effekt bei den Bergen auch ein bisschen. Wow! Okay, das war geil. Das muss ich euch nochmal zeigen. Nee, 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 nee. Super. Finde ich total toll. So, was haben wir hier? Ortsname. Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Die Wiese. Die grüne Wiese. Ah, und da stehen wieder solche Rittertypen. Oh, und ein Speicherpunkt. Spiel gespeichert. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine ganz kleine Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Evoland. Bis dann, Leute. Ciao.